Hallo Leute, willkommen zur 12. Folge meines Minecraft-Let's Plays. Ich bin gerade auf meinem wunderschönen Pferdchen Moose und wir reiten jetzt über die imperiale Autobahn. Ich bin gewappnet, hab dieses Mal eine Dia-Rüstung an. Meine Schuhe sind verzaubert mit Federfall 4. Also im Grunde genommen besser ausgestattet, als ich es jemals war. Und ich habe hier mein Portal ein bisschen komisch umgebaut, da ich hoffe, irgendwie das nochmal hinzubekommen, dass mein Schwertportal hier mit der Oberflächenwelt richtig verbunden wird. Das ist einfach alles irgendwie nicht so, wie es sein sollte. Aber ich krieg's einfach nicht hin. Das ist zu buggy. Kein Plan. Doch es muss ja irgendwie mal funktionieren. Ich werde auf jeden Fall weiter experimentieren und schauen, dass das dann doch irgendwann funktioniert. So. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also es ist ein bisschen schlecht so von der Helligkeit her. Darum sollte ich jetzt einfach mal einen anderen Shader nehmen. Ich könnte mal sehen, das sind so ein paar, die ich gerade habe. Und Rethinking Voxels, der ist irgendwie besser. Da strahlt das nicht so krass raus. Und guckt auch mal, wie wunderschön die Portale aussehen. Also das ist einfach der geilste Shader überhaupt, wenn es um Lichter in Höhlen geht oder im Nether. Man muss es aber umstellen dann wieder, wenn man tagsüber an der Oberwelt irgendwo entlang geht, dann sieht das nicht ganz so cool aus. Also das ist immer so eine Sache, da muss ich mal schauen, was besser ist. Und ich muss da runter. Ich bin einfach hier oben und ich habe keinen Plan, wie ich da am besten wegkomme. Ich habe ja schon nach rechts versucht, mich durchzugraben. Und jetzt werde ich jetzt hier mich mal nach links durcharbeiten. Wie gesagt, ich habe keinen Plan, wie weitläufig das Ganze ist. Und eventuell kann ich ja da irgendwo durchbrechen. Und dann gibt es vielleicht einen Weg nach unten. Also bei solchen Passagen, wo ich eigentlich mich nur irgendwo stupide durchgrabe, macht natürlich Sinn, mal kurz was wegzuschneiden. Und ich bin tatsächlich durchgebrochen. Also ich kann links hoch, rechts runter. Das ist schon mal ziemlich gut. Ich hoffe, dass ich jetzt endlich einen Ausgang gefunden habe, der mich irgendwie weiterbringt. Meine kurze Lichtsession, damit ich auch weiß, wo ich jetzt herkomme. Dann gehe ich mal hier kurz runter. Okay. Okay. Oh, nee. Ja, da hört es schon wieder auf. Aber immerhin sehe ich, okay, da sind Wildschweinchen. Da kann ich irgendwie noch ein bisschen jagen später und Bäume sind auch dort. Wundervoll. Und wenn ich jetzt mal nach oben gehe, ich nehme natürlich alles mit, was mir zumindest Erfahrungspunkte bringt. Ansonsten kann ich mit den Teilen hier nichts anfangen. Und dann schaue ich einfach mal, ob es oben auch irgendwie eine Möglichkeit gibt. Vielleicht nicht, vielleicht doch. Keine Ahnung, also weiter nach oben macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Aber eventuell führt mich ja da irgendwo ein Pfad nach unten. Nee. Aber Gold ist da. Gold ist immer gut. Ha. Cool. Da geht's tief runter. Eieiei. Nein! Scheiße! Nein! Okay. Nein. Das darf nicht sein. Ich dachte, ich stehe auf der richtigen Stelle. Oh Gott. Ich besitze keine weitere Ausrüstung. Ich habe jetzt eine einzige Chance. Ich kann versuchen, mit der Enderperle darunter zu treffen. Und ich hoffe, dass einfach noch irgendetwas da ist. Ich habe mitbekommen, dass extrem viel verbrannt sein muss. Also vielleicht ist noch irgendwas da, vielleicht auch nicht. Da ist auch noch ein Gast. Oh Gott, jetzt werde ich gleich noch erschossen, wenn ich das überlebe da unten. Oh, etwas ist da. Etwas ist da. Ich konnte mir vorhin auch noch einen Goldhelm anziehen. Das war das einzige Ding, was in der Base übrig war. Ansonsten habe ich einfach nichts außer irgendwelche Kettenrüstung oder so ein Driss. Und meine
Brustplattenrüstung. Mein Brustpanzer ist da. Oh mein Gott, und meine Axt. Ich grab mich jetzt hier erstmal ein. Nachher werde ich, wie gesagt, von oben auch erschossen. Meine 56 Smaragde. Warum habe ich meine Smaragde überhaupt mitgenommen? Oh Mann, ey, ich bin so dumm. So dumm. Okay, das Vieh ist tot. Ey, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Ich dachte, ich stehe auf einem soliden Block. Oh. Das ist... Ey, ihr könnt gerne zurückspulen. Das ist... Ich dachte wirklich, dass ich nicht falsch stehe. So ein Dreck, ey. Oh, Erfahrungspunkte auch noch. Oh mein Gott. Nee. Oh, das ist echt mies. So mies. Naja. Also unterm Strich habe ich jetzt gerade meine Schuhe verloren. Die sind verbrannt. Aber die kann ich mir auch wieder kaufen. Und da ist meine Hose. Ja, die Hose hätte ich gerne. Wenn ich da jetzt aber mit der Axt drauf hau und mir die Hose zurückhole, weiß ich nicht, wer mich dabei beobachtet. Und dann bekomme ich nachher vielleicht Ärger. Ich könnte das hier alles weggraben und irgendwie so einen kleinen Tunnel schaffen. Und dann, ohne dass irgendjemand sehen kann, was ich hier mache, könnte ich meine Hose zurückbekommen. Ja, ja! Los, verbrenn, du Sau! Okay, hoffentlich droppt es dann meine Hose. Los, los! Stirb! Ja! Boah, geil. Ja, immerhin. Ja gut, also nur meine Schuhe fehlen. Und ansonsten habe ich alles, was mir persönlich wichtig ist, habe ich eigentlich hier. Und der Rest, es war einfach dumm. Und ich hätte auch nicht mit dem ganzen Zeug da runtergehen können. Oh, es ist einfach mies. Mal gucken, ob ich irgendwas noch vergessen habe. Nee. Nee. Nichts übersehen. Na gut. Okay, dann muss ich mich mal wieder ein bisschen sortieren. Ja, echt. Wieso nehme ich denn die Smaragde mit? Blöd, ey. Oh, Mann. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob euch auch mal so ultra doofe Missgeschicke geschehen sind. Ey, von da oben runtergefallen. Außerdem, Federfall 4. Ich meine, ich hatte wenigstens noch den Hauch einer Hoffnung, dass Schuhe mit Federfall 4 mich nicht töten, sondern irgendwie retten. Ah. Okay, ich muss hier entkommen. Meine Diamantspitzhacke ist leider verbrannt. Aber ich habe ja hier Obsidian. Dementsprechend kann ich ja mal schauen. Feuerzeug ist auch da. Vielleicht kann ich ja so wieder fliehen. Boah, das ist wirklich richtig, richtig gut, dass ich Obsidian in meinem Inventar hatte. Eigentlich ist das hier schon alles sehr hart mies für mich gelaufen. So richtig fies und mies. Aber im Grunde genommen ist es auch ein bisschen Glück im Unglück gewesen. Und ich bin jetzt unten. Also wenn dann auch noch mein Portal mich an eine gute, richtige Stelle in der Oberwelt bringt, dann habe ich ja jetzt endlich meinen Zugang. Ich brauche jetzt hier noch ein paar Ressourcen. Blöd ist, dass ich einfach keine Spitzhacke mehr habe. Das ist halt eigentlich jetzt auch wieder ein bisschen, naja, ach, blöd. Aber Seelensand. Ich habe endlich Seelensand. Und da möchte ich auch später meine großen imperialen Schneemann-Kampftürme mitbauen. Wenn das denn funktioniert. Ich habe so etwas noch nie getan. Und dann schaue ich einfach, dass ich hier so ein paar Ressourcen noch sammle. Dann mache ich mich auf den Weg. Auf den Weg in die Freiheit. Wieder nach oben. Und das nächste Mal schaue ich auf jeden Fall, dass mein Inventar ein bisschen besser sortiert ist und ich unwichtiges Gedöns einfach mal nicht mitnehme. Das wäre auf jeden Fall gut und wichtig. Und Holz sollte ich vielleicht auch mitnehmen. Man weiß ja nie, was passiert. Vielleicht fällt man irgendwo runter
und stirbt blöd. Oder verletzt sich. Oder verliert seine Spitzhacke. Oder was auch immer. Naja, da hinten ist eine dunkle Festung. Ja, Mann. Okay, dann weiß ich auf jeden Fall, irgendwann werde ich das alles looten, was dort existiert. Das war jetzt ein Zufallsfund. Und dann schaue ich jetzt einfach mal, was mich erwarten wird. Auf der anderen Seite. Und ich bin wieder in einer Höhle wie in der letzten Folge. Aber diesmal eine andere Höhle. Ich finde das immer sehr beunruhigend. Ich denke die ganze Zeit, wenn ich da irgendwo hinkomme, dass da ein Creeper auf mich lauert und mir den Rest gibt. Nachdem ich es gerade geschafft habe, so gut zu überleben. Oh, Spinnen. Nee, Freunde, ich mag keine Spinnen. Ich gehe mal wieder woanders hin. Andere Richtung. Vielleicht komme ich da... Nein, Sackgasse. Okay, Kommando zurück. Yay! Ich brauche Holz. Anders geht es nicht. Anders geht es nicht, Freunde. Ich muss irgendwo an Rohstoffe gelangen, mit denen ich eine Steinspitzhacke dann machen könnte. Oder was auch immer. Ich brauche auf jeden Fall irgendwelche Ressourcen. Vielleicht ist da irgendwas. Nee. Also alles ungünstig. Alles ungünstig. Ich schaue einfach mal, ob es hier irgendwo... Da hinten. Da hinten sind Bäume. Okay, okay, okay. Vielleicht hier noch irgendwo irgendwas. Kann ja sein. Eieiei. Ey, das ist auch einfach alles ultra gefährlich. Überall Lava, irgendwelche Löcher und man fällt plötzlich runter und stirbt. Ich meine, so soll es ja auch irgendwie sein. Aber es ist halt echt krass, wenn man nicht so oft normalerweise im Nether unterwegs ist. Wirkt man da vielleicht ein kleines bisschen verloren und inkompetent? Unvorsichtig. Unvorsichtig. Genau, das ist das Wort, welches das am besten beschreibt. Ja, ich muss da jetzt rüberkommen. Ich habe ja keine Möglichkeit, so krass jetzt irgendwie was abzubauen. Weil die ja alle kaputt gehen, die Sachen. Wenn ich das ohne Spitzhacke jetzt versuche. Und ich habe auch kein Holz, um mir eben eine Steinspitzhacke jetzt gerade zu basteln. Ey, aim, aim. Ja gut, das ist der Stress. Das ist, wenn man so tief gefallen ist, dann zittern so die Arme und man ist so völlig kaputt. Schade um die Erfahrung. Dann ist es natürlich klar, dass man da nicht mehr so richtig gut zielen kann, wenn man da so zittert und auch völlig verschreckt ist vom Aufprall. Das ist ja klar. Nicht wahr? So. Ich baue mich jetzt erst einmal rüber zur anderen Seite. Und wenn ich das dann hinbekommen habe, ich musste übrigens auch noch die letzten Obsidianblöcke dafür opfern, gibt es auf der anderen Seite massenhaft Seelensand. Und ich wusste das auch nicht. Ich dachte, der verhält sich wie normaler Sand. Aber nein, der Seelensand, der klebt praktisch aneinander. Der verhält sich wie ganz normale Blöcke und fällt nicht nach unten. Das ist echt krass, das wusste ich nicht. Wieder was gelernt. Tja, und jetzt habe ich es geschafft. Endlich bin ich in einem Biom mit diesen Bäumen. Jetzt muss ich noch die ganzen Wildschweine vorher erschießen. Und da sind einige. Also der ganze Wald ist praktisch voll mit denen. Doch jetzt ist es soweit und zum Glück ist meine Diamantaxt ja nicht kaputt gegangen. Und jetzt habe ich endlich Stöcke. Und ich habe eine Werkbank. Alles, was ich benötige. Das war wirklich Glück im Unglück, dass das alles noch so geklappt hat. Und ständig diese Viecher, die mich da irgendwie angreifen wollten. Kämpfe, kämpfe. Ja, erledigt. Wie gesagt, alles voll mit denen. Ja, und dann konnte ich mir
eine wundervolle Spitzhacke machen und die dann direkt umwandeln, weil Holzspitzhacken ja Dreck sind. Und mit der Steinspitzhacke konnte ich mich dann den ganzen weiten Weg nach oben durchgraben und bin dann an einer völlig anderen Stelle, so hinten am Dorf, rausgekommen. Richtig faszinierend. Und dann konnte ich endlich wieder zu meinem Dorf gelangen. Ich habe mir die Diamantschuhe noch einmal gekauft und dazu auch noch Federfall 4, damit ich einfach wieder den Status quo ante herstellen konnte, also den Zustand, bevor ich leider gestorben bin. Dann ist wieder alles da und ich kann einfach sagen, okay, ich habe schon wieder was gelernt und ja, das mache ich jetzt auch nicht noch einmal. Vielleicht sind diese Blöcke im Nether auch einfach zu instabil und man muss da einfach ein bisschen vorsichtiger sein und nicht so rabiat drauf rumhauen, wie ich das gemacht habe. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen restlichen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!